Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute im zweiten Teil der How to Paint Panzer Grau Reihe zeige ich euch, wie ich aus dem modulierten Panzer das mache. Also hier ist nur ausschließlich mit Filtern, Washes und Ölfarben gearbeitet und sonst noch nicht weiter. Aber das zeige ich euch jetzt Step by Step und als allererstes fangen wir an mit einem Filter. Mein erster Schritt wird jetzt sein, einen blauen Filter aufzusetzen. Das intensiviert das Grau noch etwas mehr und sorgt für fließende Übergänge hier zwischen den einzelnen Farben, die wir gesetzt haben. Und ich verwende dazu Blue for Dark Gray von Armor of Mick. Habe das noch ein bisschen runter verdünnt hier in meiner Mixpalette. Ja, und jetzt benötige ich einen weichen, breiten Pinsel. Ich nehme hier mal den Ton schon mal wieder ab. Und beginne den Filter aufzutragen. Wichtig bei dem Auftragen des Filters ist halt, dass wir die Oberfläche nicht fluten wollen. Wir wollen halt den Pinsel nur befeuchten. Aber die ganze Oberfläche soll halt nur benetzt werden. Ja, und jetzt streichen wir den Filter in eine Richtung auf. Und sorgen dafür, dass wir fließende Übergänge kriegen. Um die Panels kümmern wir uns dann nachher mit einem Wasch. Also das machen wir nicht mit dem Filter. Der Filter soll halt wirklich nur, ähnlich wie der Filter im Handy, wenn man ein Foto macht. Ob man jetzt so etwas erhellen möchte oder verdunkeln möchte. Okay, unser Filter ist jetzt durchgetrocknet und jetzt möchte ich einen Panel Line Wash ansetzen und ich nehme dazu das Panel Line Wash von Armor of Mick Black Knight. Das ist ein Enamel Wash. Ja, ein spitzen, nicht ganz so feinen Pinsel und nach dem Schütteln der Flasche setze ich dann hier meine Akzente. Wenn wir das übertrieben haben, dann können wir das ohne weiteres wieder mit diesem Odorless Sinner, also geruchslosen Terpentin, verblenden und ja, ist halt der Fusch nie gegeben. Und hier ist halt immer noch der seidenmatte Klarlack von Vorteil, weil eine matte Oberfläche ist immer rau und ist nicht förderlich für das Fließverhalten eines Washes. Und eine glatte Oberfläche ist es durchaus. Natürlich müssen wir auch die Teile der Laufrollen, die wir hier schon montiert haben, mit einem Panel Line Wash versehen und die Unterwanne auch, bevor sie verschmutzt, verstaubt wird.
Okay, das Ganze lassen wir jetzt einen kurzen Augenblick trocknen, so 10 bis 20 Minuten. Und danach verblenden wir unseren Überschuss mit einem angefeuchteten, etwas breiteren Pinsel. Dieser eignet sich sehr gut. Und wir nehmen Odorless Sinner, in dem Fall auch von Amo of Mick, und verblenden dann die überschüssige Farbe. So, jetzt machen wir unseren Pinsel ein bisschen feucht und nehmen hier den Überschuss leicht auf. Nicht zu viel, sonst geht das Wash natürlich wieder verloren. Und durch das Wash seht ihr auch, die Farbe, trotz Klarlack, wird jetzt matter. Und das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Allerdings ist jetzt auch der Vorteil, dass wir so hell geworden sind am Anfang. Weil mit jeder weiteren Alterungsschicht verlieren wir Helligkeit am Modell. Also man kann das Modell echt euch am Anfang lieber zu hell machen. Durch die ganzen Weathering Stages wird es denn eh dunkel. So. Ja, so wie es jetzt ist, lassen wir das erstmal trocknen. Auch ruhig über Nacht. Im nächsten Schritt werden wir jetzt weiter nochmal Highlights setzen an einigen Oberflächen, an einigen Klappen. Und das machen wir mit Ölfarbe. Und diese Ölfarbe könnte unter Umständen mit dem Wash reagieren oder mit dem Verdünner. Und deswegen lassen wir das durchtrocknen, bis das Wash auch wirklich getrocknet ist und nicht mehr mit Lösungsmitteln so einfach reagiert. Gut, ja, über Nacht, vielleicht 24 Stunden. 24 Stunden ist, glaube ich, eine gute Maßgabe für sowas. Also, warten wir eben ab und dann geht es mit den Ölfarben weiter. So, wie ihr seht, ist unser Wash jetzt getrocknet. Die Panels kommen sehr schön durch und ja, wir machen jetzt weiter ein bisschen Struktur in die einzelnen Metallplatten, nennen wir es mal, oder Schattierung, Patina, von allen so ein bisschen. Und dafür verwenden wir jetzt hier Ölfarben in diversen Variationen und brauchen eigentlich nur einen kleinen Spitzenpinsel, um das aufzutragen, und zwei etwas breitere Pinsel, um das zu verblenden, ein Mikrofasertuch wieder, um die Pinsel einmal abzustreifen, weil Vorteil Mikrofaser ist immer, es bildet keine Fusseln. Und den Odorless Sinner, falls man doch zu viel drauf hat und man wieder etwas runternehmen möchte. Oh, die Kette kann man beiseite, die brauchen wir noch nicht. Ja, und wir fangen mal mit dem Turm am besten an. Das ist hier noch nicht ganz so. Wir fangen mit dem Turm am besten an. Und wir arbeiten uns Segment für Segment vor. Das heißt, wir machen nicht den ganzen Turm, sondern wir wollen so ein paar Variationen hier reinkriegen. Und dadurch, dass ich hier schon recht dunkel geworden bin, will ich hier mehr Weiß und Hellgrau als dominante Farbe ansetzen, statt dunklere Farbtöne. Dann setzen wir einfach ein paar Ölpunkte. Und wichtig ist, dass ihr die Ölfarben dann eben auf eine Unterlage macht. Es gibt welche, die schwören darauf, Pappe zu nehmen. Ja, Pappe kann man nehmen, hat auch, erzielt man auch gute Effekte mit. Allerdings zieht man sich das Öl raus und die Farbe wird schneller nicht mehr verarbeitbar. Ein Vorteil ist natürlich, wenn das Öl raus ist, man wird relativ schnell matt.
Ganz wichtig ist halt, dass wir mit dieser Technik so die Monotonie, sage ich mal, des Graus oder auch jetzt des Vorschatten, also je mehr Farbvariationen wir reinbringen, desto natürlicher wirkt das natürlich zum Schluss auf dem Modell als echte Farbe oder echtes Metall. Und ab und zu hat man auch so ein paar abgedrehte Farben dabei. Also wenn ich jetzt hier Magenta mit reinmache, mache ich das gezielt an ein paar Punkten. Aber nicht übertrieben, ansonsten wirkt das ein Clown. So. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Burnt Amber. Aber hier auch vorsichtig sein, weil zu dunkel wollen wir nicht werden. Bei Schwarz ist halt immer die Gefahr, es ist ein sehr, sehr kräftiger Farbton und da verdunkelt man sich die Flächen dann zu extrem. So, das sieht doch schon anständig aus, also ich hoffe, man erkennt es in der Kamera. Ja, und so arbeiten wir uns jetzt Panel für Panel daran und geben dem Ganzen ein bisschen, ja, wie nennen wir das mal, Modulation. Ist ein schönes Wort. So. So, jetzt haben wir hier eine kleinere Fläche und ja, da nehmen wir dann einen kleineren flachen Pinsel und massieren auch hier die Farben wieder ein. So, und jetzt haben wir wieder den entscheidenden Vorteil von Ölfarben. Wenn man wieder der Meinung ist, es ist zu viel, nehmen wir uns noch einen weiteren Pinsel, weil unser Massierpinsel, sage ich mal, muss trocken bleiben. Hier. Benetzen ihn ein bisschen und nehmen Farbe wieder runter. So, jetzt kommt der andere wieder zum Einsatz. Ja, das gefällt mir besser. Aber im Grundsatz her ist das jetzt überall gleich. Wir gucken dann, dass wenn wir so eine Modulation machen, dass wir oben etwas heller werden als hier oben etwas heller werden als unten, damit der Farbverlauf natürlich bleibt. Ja, und so arbeiten wir uns jetzt über den Turm. Und wenn der Turm oder das Fahrzeug gleich fertig ist, beziehungsweise der Turm gleich fertig ist, blende ich euch den ein und dann geht's mit dem Fahrwerk weiter. Ja, den Turm habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe ihn jetzt auch mal auf das Fahrgestell aufmontiert, um hier mal den Unterschied zu zeigen. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Ich sehe, das Licht, das blendet hier arg. Aber jetzt sieht man das, glaube ich, ganz gut. Das wirkt alles ein bisschen heller und ein bisschen matter. Naja, und jetzt mache ich hier
an dem Fahrwerk oder einem Fahrgestell weiter. Nach dem gleichen Prinzip. Ja, und nach dem gleichen Prinzip geht es hier Fahrwerk weiter oder eine Wanne weiter. Wobei wir hier ein bisschen an den Klappen ein bisschen mehr Schleim setzen, Grime setzen, dass die ein bisschen verschmutzter sind. Natürlich auch weiß. Aber auch, wie soll ich sagen, falscher Pinsel. Wir haben hier so ein bisschen Burnt Umber. Hier an den Scharnieren. Vereinzelt können wir hier nochmal ein paar dunkle Flecken matten. Das kommt immer ganz gut. Eine schöne Verschmutzung in der Oberfläche schon rein. Ohne jetzt hier schon mit Pigmenten oder mit irgendwelchen Farben zur Stauberzeugung gearbeitet haben. So viel drauf. Und nach diesem Prinzip arbeiten wir uns jetzt über das ganze Fahrzeug. So, im Fahrwerk selber ist die Herangehensweise ein kleines bisschen anders. Wir hellen auf und dunkeln ab, so ein bisschen, mit Weiß. Und danach arbeiten wir ausschließlich dann mit braun, hell und dunkelbraun Tönen, um dem Ganzen schon, also wenn das Weathering kommt, dem eine Vorstufe zu geben. Jetzt wollen wir hier nur so ein paar Highlights setzen und halt das eigentlich Grau so ein bisschen brechen. Dass wir hier eine Farbvarianz haben. Wir haben ja hier schon Schatten soweit vorgegeben. So, bevor wir jetzt hier groß weitermachen, jetzt müssen wir erstmal mit Braun oder dunklen Brauntönen arbeiten. Und wir machen das jetzt halt hier, wo der Schmutzverlauf sein würde. Und geben der Grundfarbe schon so eine Vorfärbung, worauf wir dann später aufbauen können, wenn es denn mit den Alterungen losgeht, mit der Alterung, mit dem Verschmutzen des Fahrzeuges, also mit Pigmenten, mit Farben, mit Gips und Dreck, was wir alles so im Repertoire haben, damit das Laufwerk realistisch aussieht.
wie gesagt, es ist jetzt hier ein bisschen schmodderig, aber das ist noch nicht final. Das ist halt jetzt erstmal nur eine Vorstufe von dem, was kommt. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch und dann geht es mit dem letzten Schritt weiter. So, als letzten Schritt bekommt das Fahrzeug jetzt noch ein Dry Brush oder Trockenbemalung und dafür nehmen wir stahlfarbene Ölfarbe, also so eine Metallic-Farbe. Und ja, wie der Name schon sagt, wir wollen es trocken malen. Wir nehmen ein bisschen was auf dem Pinsel, dazu nehmen wir einen breiten, weichen Pinsel. So, machen wir es rauf. Jetzt brauchen wir ein Papiertuch. Wir streichen fast alles von dem Pinsel runter, dass wir wirklich nur noch die ansatzweise ein paar Metallpigmente drauf haben. Und dann gehen wir vorsichtig über das Modell. Und ganz wichtig ist, wir wollen wirklich nur Akzente setzen und keine Sachen metallisch bemalen oder silber bemalen. Ich möchte, dass sich hier und da mal ein Metallpigment ins Grau setzt und dadurch ein, ja, ich sag mal, Metallic-Effekt simuliert. Und natürlich auch nur da, wo Metall ist und nicht wo Holz ist. Das macht natürlich keinen Sinn. So, das soll es gewesen sein. So sieht das Fahrzeug jetzt aus. Also wir haben hier schon das Laufwerk vorbereitet. Wir haben oben Akzente nachgesetzt. Und ja, das sieht super aus. Und im nächsten Schritt geht es dann halt weiter mit dem Verschmutzen von ja, Fahrwerk speziell, von den Ketten, vom Fahrzeug im Allgemeinen. Und wie wir hier noch so ein paar Regenstrains machen. Aber das ist alles Thema fürs nächste Video. Wir haben unser Soll erreicht, wir haben gefiltert, wir haben gewascht, wir haben mit Ölfarben moduliert und das war's. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, diese kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn dann, ciao, ciao!